20. Ja, jetzt hoch nach Sembach auf unseren RC-Platz. Dort lade ich eine Planierraube, eine PR724. Jetzt direkt, wo dieses Gelände fertig wäre. Was ist schon hier alles? Hier vorne sieht man die Haufwerke. Geht jetzt erstmal schnell abhängen und dann laden wir zusammen ab. So, mache jetzt erstmal meine Ketten los. Dann hole ich meine Bretter. Ich gehe mal hier rein. Hallo Ibi. Hoffe, man erkennt was. Und dann lade ich mal ab. Thank you.
halt jetzt hier unten ein bisschen Raube fahren. Mal gucken, ob ich diese Baumstümpfe, ich habe halt nach dem Wort gesucht, ob ich die rauskriege irgendwie, ja, und hier halt ein bisschen eben schieben. So, ich habe die Raube wieder geladen. Ich war ja in Imsbach am Schieben unten. Noch keine 20 Minuten geschoben. Dann hat es mal wieder gemacht. Knall. Diesmal wieder ein Hydraulikschlauch geplatzt. So, da bin ich nochmal. Es ist 16.20 Uhr. Bin nochmal auf dem Weg. Hab diese defekte Raube ja zu Hause schnell abgeladen. Mein Fahrzeug ein bisschen sauber gedampft. Ein bisschen vom Öl befreit. Jetzt fahre ich nochmal in Richtung Stelzenberg. Dort muss ein R29 stehen von uns. Also, ich bin hier. Da hinter diesem Gebäude hier. Da hinten dran im Weg arbeitet noch der Bagger. Mal gucken. Ich laufe jetzt mal hin zum Baggerfahrer, der ist noch da. Gott sei Dank. Und dann mal gucken, wie wir den Bagger laden. Ich hoffe, das geht. Vielleicht kann ich hier den Weg da vorne, wo diese beiden Personen laufen. Frau und das Kind, vielleicht kann ich da rein. Gucken wir gleich mal. Gut, bis gleich. Wir haben die Baustelle gefunden. Ich fahre da jetzt mal rückwärts rein. Wenn es reicht. Halt, wenn ich den Gang drin mache, geht er auch vorwärts. Bremse geht auf. Froh sein, dass hier kein Auto parkt. Wenn hier ein Auto parken würde jetzt hier, ja, könnte noch gehen, aber das war ja jetzt fast schon wieder leicht. Voll der Prahlhund. Nee, der war echt leicht. So, jetzt 8:11 Uhr. 10:08 Uhr. Und ich fahre jetzt noch nicht nach Bad Kreuznach. Jetzt nach Hause, lade dort noch einen Teleskoplader und der muss nach Oberwiesen. Da machen wir einen Abriss von einem, ja, ganz früher gab es diese Stromverteiler, Häuschen, Türme, keine Ahnung,
da scheint wohl irgendwas. Auf jeden Fall ist dieser Teleskoplader mit den Gabeln dran, der ist vonnöten. Das ist ein Bobcat-Teleskoplader. Muss ich Gazelle jetzt gucken, wie ich hier reinkomme. Egal, so, ich habe es geschafft, sitze hier drin, reingequält. Jetzt, seltsames Gerät. Seltsames Gerät. Gucken, ob ich da vorne drüber komme. Geht. Ja, fertig verladen. Gabel nimmt der Kollege mit. Gut. Ganz schön aus der Puste wieder. Normal müsste ich rank und schlank sein. So viel wie ich schwitze jeden Tag. Aber ich esse halt auch gern. Zum Beispiel lecker Kuchen, den meine Frau gebacken hat. Ihr wollt mich nicht beim Essen sehen. Mache ich gleich, wenn die Kamera aus ist. 9:42 Uhr. Geiger, Teleskoplader, was auch immer, habe ich jetzt geladen. Oh. Ich bin fertig wie Rieb, Alter. 10:55 Uhr. Ich will mal in Bad Kreuznach beim Baggerfahrer anrufen, ob der da ist. Oder ob ich mich wieder alleine quäle dort. Ich gehe davon aus, der ist vor Ort. Alles gut, danke! Vor 13 Uhr. Ich bin wieder Bad Kreuznach, bin ich schon wieder draußen. Kamera war der Akku leer. Ich habe es verpennt. Jetzt hätte ich die Ausfahrt noch mal ein bisschen gefilmt. Das wird sich nie ändern. So, ich muss jetzt hier mal kurz unter 20 km/h. Na, das packe ich eh. Kieflader läuft so weit nach rechts. Lenkung schaltet sich erst bei 120 km/h ein. Kann zwar alles einschalten davor, aber kann dann auf den Schaltern herumhacken, wie ich will. Dann tut sich nichts. Erst unter 20 km/h kommt er dann. So, läuft jetzt wieder recht gerade. Sagen ja. So, bin jetzt auf dem Weg nach Mannheim rüber. So.
Platte könnte eventuell im Weg sein. Aber das sehen wir gleich. Falls, dass wir die schnell wegräumen. Aber dürfte gehen. Wir gucken, dass mir die Fernbedienung hier nicht ausgeht. Mittendrin jetzt. So. Stricken. So, hier rechts haben wir einen Platz. Verloren. Nochmal jetzt, wenn man es hört, die Kirchturmglocke schlägt. Kurz nach 18 Uhr, hab den Ding noch ein bisschen gewaschen. Steht der Bagger 1936. Er geht morgen früh nach Mutterstadt rüber. Ich fahre jetzt nach Hause zu meinem Schätzchen. Bis denn. So, Freitagmorgen. 6 Uhr und 5 Minuten. Funke geht. Dann die Heizung können wir ausmachen. Ich fahre jetzt nach Mutterstadt rüber. Tausche dort den Bagger. Dass der Bagger dort noch so viel Saft hat, dass er auf den Tieflader kommt. Hydraulikpumpe defekt. 5 Minuten vor 7. Bin jetzt hier in Mutterstadt, quäl mich jetzt hier mal wieder rein. Das heißt quälen, das ist ja schamlos übertrieben. Der nicht mehr will.
Tiefladen. Bis gleich. Ja. Wir sind fertig mit Bagger-Roulette spielen hier. Den 936, den genau 936, den ich jetzt wieder geladen habe. Schon drin oder was? Der geht rüber auf die andere Seite. Lade ich gleich wieder ab. Dann sattel ich wieder um. Vorbei. Errät irgendjemand, wo ich gerade bin? Richtig, auf der schönsten Deponiezufahrt der Welt. Wieder mal. Verdammte Hacke. Leute, tut mir echt leid. Der Akku ist leer. Ich hab versaubeutelt den Akku zu laden. Ich drehe das Fahrzeug rum. So. Man dürfte man das sehen, oder? Wie gesagt, tut mir echt leid. Ich hab's versaubeutelt. Schlüssel habe ich. Ach, mal der Tupfer. Tut mir leid, ich habe es echt versaubeutelt. Ich habe mir mitbekommen, dass die Kamera leer ist fast. Ist das Ding jetzt verladen? Oh, das kennt ihr ja schon. So, jetzt zurück nach Landstuhl. Glaube ich 13 Uhr vorbei. Gegen 15 Uhr bin ich da. Lade ich gerade ab. Was da noch geht. So, lasse ich mich mal hier hin. Und schnell ab, das Feuer abgibt. Thank you.
dort ein Band, ein Vaterband. Das geht hier nach auf den Einsiedlerhof wieder zurück, Kaiserslautern. Da wo dieses Versandhaus gerade baut. So, jetzt haben wir 18 Uhr. Leer. Gucken, dass ich hier rauskomme wieder. Das geht ja mal. Und dann fahre ich nach Hause jetzt. Verladung war heute leider filmen wenig. Das holen wir wieder nach. Vielen Dank fürs Zusehen.